Willkommen zurück, Abenteurer. Es geht weiter in der Welt von Yringal, Black Geyser, Creatures of Darkness. Wir befinden uns noch im Haus von Beline, beziehungsweise ihrer Schwester, und von der sollten wir die goldene Muschel holen, die Beline abgelehnt hatte, und sie war ja gestorben und ihr Geist kann keine Ruhe finden, ehe sie nicht diese goldene Muschel als Geschenk angenommen hat. Und die haben wir jetzt eingesackt. Wie ihr seht, sind die Innenräume sehr detailliert gestaltet. Und sogar das Licht reflektiert auf dem Kettenhemd von Linnea, dem Hauptcharakter. Oder auf der Zwergenrüstung. Ich sehe gerade, Bjella hat zu viel im Rucksack. Yeah, you can't be serious. Ja, Stau in der Tür. Da schauen wir nochmal nach. Ja. Ah, was haben wir denn da? Ach so, diese eine Randrinde von dem lebenden Baum. Okay, die kann ja auch jemand anders tragen. How about Avex? So, jetzt aber. What do you wish of me? Okay. I'm not going to like this, am I? Ich denke mal, wir können dann gehen. Oder Bjella? Let's see. Ja. Und zwar verfolgen wir die Hauptquests in Derungul, der Eisenstadt, der Minenstadt, betritt die Gildenhalle im Zentrum von Derungul. Und das machen wir jetzt. Also, tschüss, Beline Schwester. What a waste of time. Wir gehen dann mal. Es ist auch gerade morgen, okay. Der 23. Tag, 18. Naregu, Stunde 7, Morgendämmerung. Wie passend. Wir sind in diplomatischer Mission unterwegs und haben ein Schreiben vom König. Nun ja, das wahrscheinlich allerdings zu, ich sag mal vorsichtig, Irritationen führen wird, weil es mir so einen Diktatfrieden vorschreibt. Denn Derungul will ja Krieg führen gegen das Königreich Isimerald. Und überall liegen hier Leichen. Es gibt eine Seuche in der Stadt. Ja, Probleme, Probleme, Probleme. Wo man hinschaut. You can't be serious. Nicht mal looten kann man die. Okay. Wir sind hier. Belines Haus. Und dort ist die Gildenhalle, da sollen wir hin. Okay. Wie gesagt, eine Minenstadt, hier wird Eisen abgebaut und Erz. Oh, was haben wir denn da? Zeichen an der Tür, wahrscheinlich. Weil es verseucht ist. Ja, so ein bisschen pestmäßig. Da haben sie auch irgendwie solche Kreuze an die Türen gemalt, wer die Pest hatte. Oh, Loot. What a waste of time. Leute, zurück. Was wohl Linnea war schon so weit. Oh, immerhin 4 Goldstücke. Ja. Die Ärmsten.
Da haben wir eine Statue. Ein Mann, der Erz abbaut. Oh. Haltet Abstand. Ihr habt doch von der Seuche gehört, oder? Ich bin Lady Linnea. Ich habe eine Nachricht für den Kriegsrat. Ja, haben wir. Natürlich, meine Lady. Ihr dürft direkt hinein. Ja. Wir sind ja jetzt adelig. Okay, es geht los. Wir betreten die Gildenhalle. Ja, da wären wir. Herold, die hochgeschätzte Lady Linnea tritt ein. Lord Frelsi, meine Lady, ihr seid endlich angekommen. Ich nehme an, ihr habt eine Nachricht vom König. Ich habe in der Tat einen Brief bei mir, Lord Frelsi, und ich möchte euch die besten Empfehlungen seiner Majestät übermitteln. Ja, man kann auch patzig sein. Nun, wegen der frischen Bergluft bin ich nicht hier. Nein, wir sind Diplomatin. Ich danke euch, meine Lady, sagt Lord Frelsi. What are you then? Mongrel or thief? Was seid ihr, ein uneheliches Kind? Oder eine diebische Elster, sagt Lord Altner. Und ja, den kennen wir. Unser Halbbruder. Und dieses bösartige Wesen hat... Ja, unseren Lord Espen umgebracht. Also unseren Ziehvater. Ja, in den ersten Folgen. Wer das sehen möchte, Playlist. Irgendwo vorne. Okay, was sagen wir? Was soll ich denn genau gestohlen haben? The title to the House of Espen, you colossal ninny. That which is mine by right. Ja, der Titel des Hauses Espen. Dummchen. Lord Aldnar, your temper serves you better on the battlefield than in council. We all of us have more pressing questions to attend to. Euer Temperament geht mit euch durch. Sagt Lord Blythe. Now. Lady Espen, please enlighten us as to the purpose of this diplomat contingent. Okay, wir sollen raus mit der Sprache. Vier Antworten. Ich befürchte, ich habe keine Antwort. Nee, nein. Der Diplomat wurde ermordet, das stimmt zwar, aber naja. Wir müssen ja so ein bisschen improvisieren jetzt. Denke ich. Ja, was machen wir? Ich denke, wir versuchen es mit Diplomatie. Sein Zweck ist zu sehen, ob jemand von euch bereit ist, mit dieser Torheit aufzuhören, bevor deren Guld überrannt wird. Sein Zweck ist, Bedingungen anzubieten. Ja, Bedingungen, ja. Ich denke, versuchen es mal mit drei Überzeugungen. Also an die Vernunft appellieren. Tja, ob das klappt, wir werden sehen. Lord Blythe, vielleicht war es eine schlechte Idee, diesen Rat einzuberufen. Oh, hat nicht geklappt. Lady Thora, nun, die Dinge sind ein wenig aus dem Ruder gelaufen. Lady Solway. Genau wie Lord Altner bin auch ich sehr neugierig, wie ihr zu eurem Adeltitel gekommen seid. Ich hatte bis heute noch nie euren Namen gehört, Lady Linnea. Hear, hear. Explain yourself, girl.
Tja, wir müssen uns erklären, rechtfertigen. Am besten die Wahrheit. Eltner. Ja, zwei auf jeden Fall. Oder Moment drei. Ich schlich in die Halle der Schrift. Ach nee, das wäre dann, wenn wir eine Fälscherin die Urkunde gefälscht haben. Nein. Wir versuchen es mit der Wahrheit natürlich. Ich bin Erbe von Lord Aspen, gezeugt von Clea Velgrave, die einst als Bedienstete in seinem Haus arbeitete. Altner, der Älteste, verwirkte seinen Titel, als er meinen Vater tötete. Ja, so war das. Nimm das. Lord Altner, wenn ihr eure Zunge nicht hütet, verliert ihr mehr als euren Titel. Abschaum. Lord Tallinn, immer mit der Ruhe, Lord Altner. Ihr könnt euren Streit fortsetzen, wenn der Rat seine Arbeit erledigt hat. Lady Cassine, ist König Viljadrik bereit, nach Treu und Glauben zu verhandeln? Nochmal falschen überzeugen. Seine Majestät ist bereit, über ein Abkommen zu verhandeln, das Dirin Gulds enormen Reichtum und Iselbrights militärische Stärke in ein Gleichgewicht bringt. Ja. Sehr diplomatisch. Versuchen wir es. Ja, sag ich doch. Lady Thora. Wirklich diplomatisch. Bravo. Lord Zander. Was sind die des Königs Bedingungen? Tja. Ja, echt knifflig. Ich fürchte, seine Bedingungen sind äußerst streng. Wir warten am besten auf Lord Frelsy. Klingt nicht so ganz unvernünftig. Oder drei, seine Bedingungen sind recht streng. Erhöhte Steuern, Aufstellung einer Garnison loyaler Truppen in deren Guld und eine öffentliche Distanzierung von der Rebellion durch alle Mitglieder des Kriegsrats. Naja, stimmt zwar, was da drin steht. Ja, zwei, sollte der Kriegsrat die Feindseligkeiten sofort einstellen, ist seine Majestät bereit, alles zu verzeihen. Naja, ist ja nicht ganz die Wahrheit. Wir versuchen es nochmal mit falschen... Ups, mein Kopfhörer. Wir versuchen es nochmal mit falschen Überzeugen. Kann ja auch klappen. Ja, toll. Lady Cassine, das ist ja wohl die Höhe. Lady Solveig, sie sagt streng und meint erpresserisch. Oh, wohl nicht geklappt. Lord Zander, kommen wir doch zur Sache, ja? Angenommen, wir geben den Wünschen von König Viljadrik nach. Was hätte Dirin Guld von dieser Vereinbarung? Wir versuchen es nochmal. Seine Majestät verspricht im Gegenzug für einen größeren Anteil an Erzen und ein größeres militärisches Engagement Dirin Gulds zum Schutz des Königreichs vor seinen Feinden Steuererleichterung. Ach so, ja. Wir versprechen Steuererleichterung. Versuchen wir es. Schade, dass man die Werte nicht sieht im Hintergrund. Direkt. Ja, man könnte auch sagen, seine Majestät verspricht Land im Norden, das sich derzeit im Besitz der Willow befindet. Ja, es würde ja einen Krieg auslösen. Oder so. Wäre irgendwie gemein. Steuererleichterung. Lord Genor. Das hört sich alles gut an. Ich frage mich, ob wir das schriftlich haben könnten. Lord Zander. Uff, ich weiß jetzt schon, was Versprechen wert sind. Lord Frelsy. Ich habe mir das Dokument des Königs durchgelesen. Und ich muss sagen, dass es meinen Erwartungen nicht
entsprochen hat. Tja, wäre auch ein Wunder. Lord Altner, macht weiter. Lord Genor, ja, lasst hören, Lord Frelsi. Lord Frelsi, die Forderungen König Willian Rex lauten wie folgt. Die Entwaffnung und Entlassung unserer Armee. Oh, oh. Lord Tellin, nein! Genor, solange ich in diesem Rat sitze, wird das nicht passieren. Lord Zander, es wurde doch gerade gesagt, dass unsere Armee für die Verteidigung des Königreichs benötigt wird. Oh, Mist, shit. Linnea tritt verlegen, schaut verlegen zu Boden und betrachtet ihre Schuhe. Ja. Lord Frelsi, eine Erhöhung der Steuer um 20%. Zusätzlich zum derzeitigen Abkommen. Ja, wir haben uns vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, scheint mir. Lady Cathayne. Aber möchte gern Lady Espen sagt doch, unsere Steuern würden gesenkt und nicht erhöht. Oh Mann, das war, glaube ich, ein Fehler. Lady Solveig, als ob es nicht schon genug wäre, dass wir zum Bettelstab gebracht wurden. Lord Tellin, genauso gut könnt ihr versuchen, einen Stein zu melken. Ich glaube, wir werden gleich geköpft hier. 75% unseres Erzes werden ohne Entschädigung an die Hauptstadt verschifft. Ach ja, stand ja auch da drin. Verdammt! Wir werden alle hingerichtet. Outrage upon outrage! Tja, Empörung ohne Ende. Lord Genor. Dieses Erz bildet die Grundlage für deren Guld. Warum nicht einfach die Stadt niederbrennen und es hinter sich bringen? Und die letzte Forderung ist die. Die Abtretung der Hälfte unserer Ländereien durch den Kriegsrat. Sie werden vom König ausgewählt. Lord Genor. Hat Velianrik den Verstand verloren? Das wäre das Einzige, was mir einfällt, das Sinn ergeben würde. Lord Frelsi, das wäre alles. Das wäre alles, Lord und Ladies. Was sagt ihr dazu? Lord Bleis, einfach nur lächerlich. Lord Tellin, ich habe das Gefühl, dass Lady Linnea nicht ganz ehrlich gewesen ist. Oh ja, könnte sein. Sie versprach nur uns Ausgewogenheit, aber das war eine Lüge. This entire pathetic charade has been one long insult to the honor of Daron Gould, especially coming from a nameless, low-born swine such as them. Velianrik sent a common guttersnipe to speak on his behalf. What does that say of his intentions? I've spent too much time on this nonsense already. Wir landen im Kerker. König Viljanrik hat ein gewöhnliches Straßenkind geschickt. Was sagt das über seine Absichten aus? Pah! Ich habe schon viel zu viel Zeit auf diesen Unsinn verschwendet. Lord Genor, Lord Altner hat recht, das ist eine Farce. Und ich werde mich nicht daran beteiligen. This is going nowhere. Das führt zu nichts. Lady Solveig, es wurde zwar schlecht gehandhabt, aber schließlich mussten wir ohne den Diplomaten von Veljanrik auskommen. Na, ah, sie verteidigt uns ein wenig. Lady Zythein, ja, er hätte gewusst, was der König wirklich denkt. Vielleicht wäre er bereit gewesen zu verhandeln. Lord Zander, also ich bin bereit, zumindest einen Kompromiss in Betracht zu ziehen. Wie lange können wir noch gegen die Seuche und Isildred kämpfen, hm? Lady Thora, wieso müssen diese Stühle so hart sein? Ach so. Lord Tellin, unabhängig davon, wie der Rat zu diesen Angelegenheiten steht, kann ohne die Beteiligung aller Mitglieder keine Entscheidung getroffen werden. Lord Frelsi, Lord Tellin hat recht. Lasst uns die Sitzung vertagen und in Ruhe über diese Angelegenheiten nachdenken. Lord Frelsi, Lady Linnea, würdet ihr mich bitte in meine Gemächer begleiten? Oh, wir werden nicht geköpft. Ein kleiner Funken Hoffnung.
Uiuiui. Das war ja was. Mein Gott. Die Stadt aus Eisen. Ich habe mich mit dem Kriegsrat der Rebellen getroffen, der aus den Lords und Ladies besteht, die sich gegen die Krone von Isimerald gewendet haben. Sie haben die Nachricht, die ich ihnen übermittelt habe, nicht gerade positiv aufgenommen. Tja, ich glaube fast, dass die Dinge besser gelaufen wären, wenn der Diplomalt noch am Leben gewesen wäre. Lord Frelsian, ein alter Freund meines Meisters, möge er in Frieden ruhen, bat mich, ihm nach der Sitzung des Kriegsrats zu treffen. Mal sehen, was er mir zu sagen hat. Tja, also besteht doch noch Hoffnung. Zum Glück. Nun ja, sprich mit Lord Frelsi in der Gildenhalle. Ich dachte schon, wir wären hingerichtet. Yes, you can't be serious. Ja, bringt es noch was, hier die Arling anzusprechen? Die Solveig war doch ganz nett. Die hat mich, glaube ich, immer verteidigt. Achtet hier auf eure Manieren, Lady Linnea. Achso, Standardsprüche. Oh, die sehen ja cool aus, wirklich. Espen? Espen? Genießt euren Aufenthalt, Lady Espen. Cool, cool. Wo ist Altner, dieser Wicht? Ich würde ihn erdolchen am liebsten. Ist er weg? Ja, ich denke, der lässt sich hier nicht blicken. Dieser Mörder. Nee, der ist nicht da. Nicht mehr anwesend. Okay, wir gehen zu Lord Frelsi, würde ich mal sagen. Also diesen Abschnitt kenne ich sogar aus der Beta-Version, beziehungsweise aus der Demo-Version. What a waste of time. Ich glaube, hier kann man auch so ein paar Nebenquests erfüllen. Irgendwie so Dokumente holen und sowas. War das der? Ich glaube schon. Willkommen in die Rungul, Lady Espen, sagt Lord Genor. Nee, der hat keine Quest. Ach, da stehen übrigens die Werte. Falschen überzeugen. Erfolgreich, viel geschlagen. Also zweimal erfolgreich, zweimal viel geschlagen. Tja, zum Schluss ist es wirklich schlecht gelaufen. Schade. Na gut, Würfel Glück oder Pech. So ist das halt in Rollenspielen. Und im Leben. Zofe, yes. Hat die was zu sagen? Will this war ever be over? Tja, wird der Krieg irgendwann zu Ende sein? Tja. Es wird immer Krieg geben. Schätze ich. Hä? Keine Nebenquesten hier? Oder war das? Ja, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich denke, wir gehen zu Lord Frelsi gleich. Lady Espen? Bloß nichts klauen. Wir werden höflich begrüßt, immerhin. Ist da irgendwas? Ja, wir dürfen wahrscheinlich nichts stehlen, oder? Kerzen? Nee, lieber nicht. Nicht wegen billiger Kerzen zu Dieben werden hier. Was sagt denn die Map? Da ist was. Da ist was. Ja, da gab es so ein paar Nebenquesten. Ich denke, bevor wir mit Lord Frelsi reden, können wir mal gucken. Well, all right. Ob wir irgendwo hin können. Ob es hier noch so ein paar Points of Interest gibt. Hey, was ist denn hier los? Soldatenquartier. Ja.
glaube nicht. Ich fühle mich geehrt, an der Seite der Anführer der Rebellion zu dienen. Ja, toll. Von denen werden wir wahrscheinlich nicht freundlich behandelt. Wahrscheinlich. Will this war ever be over? Immer noch nicht, nein. Sind wir hier? Da? Politiker, nee. Zofe. Hallo? Verdammte Seuche. Wie schlimm kann das noch werden? Wenn ich heute sterben würde, käme ich nicht einmal ein ordentliches Grab. Hm? I love working for such a kind man. Immerhin haben die alle was zu sagen. Nicht schlecht. Very well. Yes? Come on, Quest hier. Lass mich in Ruhe. Oh, Altner, der Penner. Können wir ihn hier töten? Lass mich in Ruhe, Ungeziefer. Ah, wir werden uns rächen eines Tages. Lord, Altner Gesocks. Du Wicht, Mörder, Abschaum. War das nicht hier in dem Raum? Irgendwo war das doch so eine... Wow, schöne Möbel hier, Wahnsinn. Sehr nett. Überaus wichtige Schriftrollen. Ein nettes Sofa. You can't be serious. Oh, und ein schönes Himmelbett. Und das Licht fällt durchs Buntglasfenster. Wow. Bin begeistert. Das ist doch mal ein Screenshot wert. Finde ich. Auf jeden Fall. Unbedingt. Aber wir brauchen erstmal einen Questgeber. Hey, wer ist denn das? Cool gewandet. Don't get so close. Hm. Don't get so close. Wow. Oder Lichteffekte. Wohl der Küchenmeister. Oder so. Very well. Okay, dann bleibt noch die Bibliothek oder so. Schätze ich. Zofe. Am Hofe gibt es eine Zofe. Ha! Wow, Kaminzimmer. Wen haben wir da? Diener. Hm. Was sagt der? Lord Frelsey loves his wine. Lord Frelsey loves his wine. Immerhin. Da. Du gibst mir jetzt eine Quest, Leutnant Daniel. Ich wusste es doch. Wir finden noch einen. Okay, mal schauen. Hm. Wenn wir nur wieder mit voller Kapazität abbauen könnten, achso, Erz abbauen, okay, wäre es uns möglich, unsere Streitkräfte richtig auszurüsten oder zumindest unsere Finanzierungsprobleme zu lösen. Achso, okay. Naja, wir klauen hier nichts. Haben wir schon. Verschlossen. If I must. Wer ist denn das? Oder was hier? Ich gebe die Hoffnung nicht auf hier. Eine Tofe. Hello. Achso, Moment. Lernen im Auftrag von Frelsi. Er sagte, ich könnte ihm besser dienen, wenn ich lernen würde. Mein Lord ist ein sehr fortschrittlicher Mann. Spannend, spannend. Was werdet ihr tun, wenn ihr mit dem Lernen fertig seid?
Mein Lord sagte mir, dass das Lehren nie aufhört. Selbstverständlich weiß ich noch nicht, welche Veränderung das Leben alles bringen wird und so weiter. Ich lasse euch lernen. Ja, viel Gequatsche, aber keine Questen. Ja. Okay, dann gehen wir wohl zu Lord Frenzy, schätze ich. Genau, das kenne ich wie gesagt aus der Demo. Mit diesen tollen Ledersofas, die mich damals schon begeistert haben, so vor über einem Jahr. Ich glaube, anderthalb Jahre ist das schon her. Genau. Dort ist der. Aber das, ihr ahnt es, werden wir in der nächsten Folge machen. Und ihr seid wieder dabei. Dafür wette ich. Also macht's gut. Ciao. Der Argonaut.